Ganz schön anstrengend. Seit Stunden sitze ich hier schon und Yvonne, Maskenbildnerin, versucht diese Illusion perfekt zu machen. Ja, gleich werde ich als meine eigene Wachsfigur die Besucherinnen und Besucher erschrecken. Und zwar in Bühlens Welt. Und damit die Illusion perfekt wird, wird mir die liebe Laura als Lockvogel helfen. Sozusagen die Besucherin hierher locken, ne, damit ich die besser erschrecken kann. Buh! Das üben wir noch mal. Setzen Sie sich ruhig, kein Problem. Da ist jemand, der macht ein Foto für Sie. Das kriegen Sie dann am Ausgang. Ach, da habe ich hier, ja, genau. So, ich nehme die für Sie. Nee. Okay. Ich nehme auch gerne. Ja, alles gut, alles okay. Wollt ihr ein Bild machen? Einmal da hinsetzen, ich mache ein Bild von euch. Ach, sie gefallen mir so sehr. Das ist Kaya, ne? Hallo, wie geht's euch? Aber ich bin noch nicht Kaya Jana. Sie sagt, ich bin Kaya Jana. Bühlen Ceylan, nicht Kaya Jana. Yeah, Rock'n'Roll, baby. Mach dich so. So, und jetzt bin ich die Anneliese, weil ich kann am besten erschrecken. Ach du Scheiße, der echt aus. Oh mein Gott! Wer ist das? Bühlen Ceylan und ich bin die Anneliese. Das kannst du doch nicht machen. Doch. Oh nein, wie cool. Halt alle die Gosch. Wer am besten erschrecken konnte, das konnte nur ich, der Manfred. Hallo, wie geht's? Halt alle die Gosch. Oh nein, das ist ja echt, das ist ja echt. Ja, ich bin echt. Das ist ja krass. Ich lebe. Ich lebe wieder. So Leute, jetzt wird's noch krasser. Denn jetzt bin ich Hassan. Wallah, alhamdulillah. Wir sind ja schließlich in Berlin. Was ist mit mir? Oh! Oh! Ey, Maschallah, Alhamdulillah, Wallah, Alhamdulillah. Die hat mir Ohrfeige gegeben. Der ist nicht echt. Doch, der ist echt. Ja, natürlich. Genau. Ja, ich bin gut geil. Ich sag Bulli dazu. Ach so. Scheiße. Wallah, alhamdulillah. Bühlen, nicht Bulli.
Ich krieg Gänsehaut. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Und wenn ihr noch mehr über Angst wissen wollt, dann schaut einfach BubbleNet auf der ARD Mediathek. Und für weitere lustige Inhalte einfach auf meine Kanäle vorbeischauen oder vom SWR.